Ja, jetzt ist die Frage, wir haben ja am Vormittag einiges über die Inhalte der Reform erfahren. Vieles kennen Sie ja schon. Jetzt stellt sich irgendwann doch die Frage, wer gewinnt, profitiert von dieser Reform und wer verliert tendenziell oder ganz sicher von dieser Reform. Ich hoffe, ich kann hier darauf einige Antworten geben. Das Ganze läuft in drei Forschungs- oder lief in drei Forschungsfragen ab und so werde ich auch meinen Vortrag aufbauen. Am Beginn möchte ich der Frage nachgehen, wie verändern sich die öffentlichen Gelder auf Ebene der Einzelbetriebe? Und damit kann man dann Rückschlüsse auf das Einkommen ziehen. Zweite Frage, gibt es Zusammenhänge zwischen den berechneten Einkommensänderungen und bestimmten ausgewählten Betriebsmerkmalen? Also kann man sagen, die Betriebe mit dieser Struktur verlieren eher oder gewinnen eher? Zweite Frage. Und die dritte Frage, können kurzfristige Maßnahmen diese möglichen errechneten Einkommens Rückgänge oder Änderungen kompensieren. Damit, bevor ich also Ergebnisse präsentiere, noch einige Worte zu den Berechnungen selber. Das Ausgangsjahr ist das Übergangsjahr 2014 mit den Regelungen, wie wir sie heuer hatten. Ausgehend die Betriebsprämie wie 2013, aber minus 4% für Betriebsprämien über 5.000 Euro pro Betrieb. Und die Mutterkuhprämien wie 2013, Kürzungen aber bei der Milchkuhprämie um etwa 50%. Ab 2015, das hat uns Matthias Reh am Vormittag schon erläutert, diese sogenannte bundeseinheitliche Regionalprämie von 284 Euro je Hektar für normalertragfähige Flächen, egal ob Ackerland und Grünland. Da war ja auch ein sehr langer Diskurs, ob das möglich ist, Ackerland und Grünland gleichzustellen. Wir haben dazu uns auch wissenschaftlich eingebracht. Der Übergang bis 2019 ist berücksichtigt. Wir haben diese Übergangsjahre mit diesen Abschmelzungen in fünf Schritten, beziehungsweise Aufstockung, wenn man von weniger als 284 Euro ausgeht. Für extensives Grünland, konkret für Hut, Weiden und Almfutterflächen, gibt es den Verdichtungsfaktor auf 20%, also Kürzung der Prämie. Eigentlich, genauer gesagt, wird die Fläche reduziert, verdichtet. Ich habe es hier der Einfachheit halber jetzt auf untergebrochen, wenn die gleiche Fläche wäre, aber die Prämie reduziert sich auf 20%. Und es gibt noch gekoppelte Prämien oder neu gekoppelte Prämien für gealpte Tiere, haben wir auch schon am Vormittag besprochen. Und die ÖPUL- und AZ-Prämien oder Zahlungen, die laufen ab 2015 ohne Übergangszeit neu an, so wie wir sie heute gehört haben mit den Adaptierungen teilweise beim ÖPUL und den neuen Formeln und Berechnungen mit den Erschwernispunkten und so weiter bei der AZ. Ich berücksichtige bei dieser Aufstellung, bei dieser Berechnung ausschließlich Flächenprämien, das heißt die Zahlungen der ersten Säule inklusive gekoppelte Zahlungen und bei der zweiten Säule ÖPUL und AZ. Das heißt also, ich gehe nicht gesondert auf die Investförderung ein oder auf die Niederlassungsprämie oder auf irgendwelche Basisdienstleistungen. Also hier sind rein die Flächenzahlungen gemeint, aber alle Flächenzahlungen zusammen von den gesamten 1,8 Milliarden Euro, die jährlich in Österreich ausbezahlt werden an Betriebe, sind es 83 oder 84%, was rein über die Fläche geht. Also das Gros der Zahlungen. Rechenmethode, lineare Planungsrechnung. Warum? Weil durch das Greening teilweise bei Marktfruchtbetrieben andere Kulturen oder andere Fruchtfolgen entstehen können. Geringfügig, aber doch. Die Daten zu den Produktionsverfahren, da berufe ich mich auf meinen früheren Arbeitgeber, der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. Da gibt es ein ganz ein tolles Werkzeug, die Internetdeckungsbeiträge, wo man auch Zeitreihenanalysen durchführen kann oder Durchschnitte von 3 Jahren. Ich habe die letzten zur Verfügung stehenden 3 Jahre hergenommen und hier die Deckungsbeiträge der einzelnen Produktionsverfahren hochgerechnet. Und bei der Berechnung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft mussten noch Adaptierungen getroffen werden bei den aufwandsgleichen Fixkosten, der Forstwirtschaft und so weiter, Nebentätigkeiten. Die habe ich mir aufgrund ähnlicher Betriebsgruppen im grünen Bericht herangezogen für die typischen Betriebe, die ich jetzt gleich behandeln werde. Und zwar das Erkenntnisobjekt der Berechnungen sind typische Regionsbetriebe. Und zwar sind das keine konkreten Betriebe jetzt, sondern es sind aufgrund der Invecos-Daten wurden die Betriebe für zum Beispiel einen Betrieb in Gänserndorf haben wir hergenommen, also wir haben Kriterien gebildet, gesagt, also Betriebe mit Ackerflächen, das ist klar, Betriebe mit Zuckerrüben und auch mit Erdäpfel
und daraus eine Invekos-Abfrage gestartet, wie viele Betriebe sind das und wie viele Hektare Ackerland, Grünland und so weiter haben die im Schnitt in dieser Region. Und das sind dann die Eckdaten der einzelnen Regionsbetriebe gewesen. Und die Deckungsbeiträge wurden eben aus den Internetdeckungsbeiträgen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft aus den 3-Jahres-Schnitten herangezogen. Also typisierte Regionsbetriebe auf Bezirksebene nach speziellen Kriterien gebildet. Was sind jetzt diese Regionsbetriebe? Später, wenn Sie dann noch die Ergebnisse dann nachlesen wollen, ist es natürlich immer interessant, was sind das für Betriebe? Insgesamt sind 21 solcher Bezirke und damit typischer Regionsbetriebe hier verarbeitet. Es sind 4 Betriebe, die reine Marktfruchtbetriebe sind, also Marktfruchtbetriebe ohne Viehwirtschaft, aus den Bezirken Gänsendorf, Neusiedl, da ist auch ein bisschen Wein dabei, das ist für das Ergebnis dann auch wichtig, Mistelbach, biologische Wirtschaftsweise und Linzland, also 4 ganz typische Ackerbaustandorte in Österreich. Dann 3 Regionen mit Schweinehaltung, auch typische Bezirke Oberösterreich und in der Steiermark, die also starke Schweinehaltung haben, Welsland, ein reiner Zuchtsauerbetrieb, Feldbach plus 25% heißt, ich habe grundsätzlich immer den Durchschnitt des jeweiligen Bezirkes genommen bei den Daten. Bei einigen bin ich aber auf den Durchschnitt der 25% größeren Betriebe gegangen. Das sind also beispielsweise bei Feldbach wäre das so ein Betrieb. Das kommt später noch bei einigen hinzu. Das ist also ein reiner Mastschweinebetrieb und beim Bezirk Leibnitz, das ist ein kombinierter Betrieb aus Zuchtsauen und Mastschweinen. Das ist also die erste Gruppe, die Ackerbaustandorte, Marktfruchtbetriebe, Schweinehaltungsbetriebe. Dann die zweite Gruppe, die zweiten 7 Betriebe sind Milchviehbetriebe. Die ersten 4, die Sie hier sehen, sind Betriebe, die keine Melkalmen haben, Salzburgland, jener Bezirk, wo die meiste Milch gemolken wird in Österreich, auf Bezirksebene. Rohrbach, ein hoher Bioanteil, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Kriterium hier einzuziehen. Also wir haben hier nur den Durchschnitt der Biobetriebe herangezogen. Rohrbach deshalb, weil dort die Milchproduktion am stärksten wächst in Österreich. Braunau, ein Bezirk, wo eine kombinierte Milchviehhaltung und Stiermast vorhanden ist, weil also hier auch hier gute Ackerstandorte vorhanden sind. Also hier auch die Mast eine Rolle spielt. Werden wir sehen, das ist natürlich ein bisschen anders dann auch zu sehen, was die Prämien anbelangt. Und Lietzen hier wieder ein Betrieb, der die 25% größeren in diesem Bezirk betrifft. Und dann 3 Betriebe im Westen Österreichs, 2 aus Tirol und einer aus Vorarlberg, die Melkalmen haben. Um auch hier ein bisschen die Unterscheidung dann später herauszulesen, gibt es Unterschiede zwischen Betrieben, reinen Heimbetrieben und solchen, die auch Melkalmen haben. Und hier wieder bei Landeck ist es der Durchschnitt der Biobetriebe in dieser Region. Sie sehen hier schon, sind also deutlich kleinere Betriebe, 7 Kühe beispielsweise im Vergleich zu 32 Kühen bei den 25% größeren Betrieben in Lietzen. Und die letzte Gruppe, eine auch sehr spannende Gruppe, werden wir später noch bei den Ergebnissen sehen, Rindermast- und Schafbetriebe. Die ersten beiden sind Mutterkuhbetriebe, Mutterkuhbetriebe ohne Ausmast. St. Veit an der Glan, dort stehen die meisten Mutterkühe Österreichs. Und Zell am See, dort stehen die meisten Biomutterkühe Österreichs. Deshalb wurden diese Bezirke ausgewählt. Sie sehen natürlich, die Betriebsstruktur dort ist relativ klein. Dann 3 Betriebe mit Ausmast. Einerseits ein kombinierter Mutterkuh-Mastbetrieb, Klagenfurt-Land. Das ist ein typischer Produktionszweig in dieser Region. Und 2 spezialisierte Rindermast-Stiermastbetriebe. Am Stetten und Tulln sind jene Bezirke, wo die meisten Maststiere gemästet werden in Österreich. Und dann noch 2 Schafbetriebe in Imst, wieder hier, weil sonst wären sehr, sehr kleine Betriebe gewesen, der Durchschnitt der 25% größeren Betriebe, 4,8 Hektar LF, 25% größere Betriebe bei den Lämmermastbetrieben und Weidhof an der Theia, das sind die Milchschafe zu Hause. Soweit also ein kurzer Überblick über die Betriebe, die hier in die Berechnung einbezogen sind. Nun zur ersten Forschungsfrage, wie ändern sich jetzt die öffentlichen Gelder? Und damit auch das Einkommen aufgrund der Reform. Wenn wir alles andere, in der Wissenschaft sagen wir ceteris paribus, alles andere gleich belassen. Ja, wir schauen uns nur die Änderung der öffentlichen Gelder an. Wohl wissend natürlich, dass sich vieles ändert. Dass sich die Preise ändern werden, dass sich die Kosten ändern werden, die Strukturen der Betriebe. Aber wir tun so, wie wenn alles gleich bleiben würde, um einfach genau herauszuschälen, was wäre. Schauen wir uns jetzt ein Bild an, wie es heute ist. Wir haben ja noch das historische Modell
Und wenn wir wissen, dass es eine einheitliche Prämie geben soll oder geben wird, ab 2019 ist sie völlig einheitlich und davor in Übergangsszenarien. Und wenn wir die Situation heute haben, wo wir sehr unterschiedliche Prämien haben, hier haben Sie die durchschnittliche Prämie je Gemeinde, die Zahlungsanspruch, Betriebsprämie, also ohne gekoppelte Mutterkuhprämie, nur der entkoppelte Anteil, haben Sie hier die Prämie im Durchschnitt der jeweiligen Gemeinde aufgelistet. Und das sehen wir also. Bezirke, die deutlich unter 125 Euro liegen oder bis 125 etwas darüber, und die grün und sehr dunkelgrün eingefärbten Regionen, wo deutlich höhere Prämien im Schnitt sind, also über 375. Wir haben es heute Vormittag schon gehört, wir haben Betriebe bis zu 1000 Euro, das sind schon die Ausnahmen. Aber wir haben hier deutlich, also in den intensiven Regionen, deutlich höhere Betriebsprämien derzeit. Das heißt also, diese Karte wird ab 2019 in etwa ja, von gelb auf hellgrün eingefärbt sein, einheitlich, mit einigen Ausnahmen mit den Hutweiden und mit den Almen. Das heißt, daraus kann man schon natürlich relativ rasch ablesen, wo Gewinner, wo Verlierer sind, wenn wir jetzt nur die erste Säule betrachten würden. Wie schaut das jetzt bei diesen 21 typischen Regionsbetrieben aus? Sie haben hier aufgelistet die Direktzahlungen, sprich die Betriebsprämie plus die gekoppelten Prämien je Hektar auf das Hektar runtergebrochen, inklusive Almen, das ist auch wichtig. Und wir sehen also hier bei den Ackerbaubetrieben sind die Unterschiede nicht allzu groß. Der Betrieb in Linz-Land sticht ein bisschen hervor, weil der einen hohen Zuckerrübenanteil hat. Und wir wissen ja, bei der Zuckerrübe hat es zwei Reformen gegeben, 2005, 2007, und dort sind auch Prämien eingerechnet und erhöhten damit die Betriebsprämie. Auch hier spielt Zuckerrübe eine Rolle, ansonsten um die 300 Euro. Wenig überraschend. Bei der Milch gibt es schon größere Unterschiede. Hier spielt auch der gekoppelte Anteil eine größere Rolle, wie Sie sehen können. Das hängt also mit der Milchkuhprämie zusammen und teilweise sind auch hier Mutterkühe noch drinnen bei den Betrieben. Wir sehen hier also beim Betrieb in Braunau eine höhere Prämie, weil hier die Betriebsprämie höher ist durch die Einrechnung der Sonderprämie männlicher Rinder. Und wir sehen also bei den drei Betrieben im Westen Österreichs mit Melkalmen, hier liegen wir deutlich unter dem Durchschnitt. Und besonders heterogen ist es bei der dritten Gruppe. Hier bei den ersten beiden Betrieben mit Mutterkuhhaltung ein besonders hoher Anteil. Also bei den Mutterkuhbetrieben macht die Mutterkuhprämie, die gekoppelt im Schnitt so 50%, 55% aus. Und wir wissen ja, dass die nicht mehr gekoppelt wird ab 2015. Hier ebenso ein hoher Anteil durch die gekoppelte Mutterkuhprämie. Ebenso beim Betrieb in Klagenfurt-Land, dann sehr hohe Zahlungsansprüche bei den Betrieben mit Stiermast, sehr gering bei der Lämmermast und im Schnitt, das wird über den Ackerbau gespeist, bei dem Milchschafbetrieb. Also schon bei diesen 21 Betrieben, wir haben aber in Österreich etwa 125.000 Invekos-Betriebe, können Sie sich vorstellen, dass die Streuung natürlich viel, viel größer ist, aber schon bei diesen 21 Betrieben haben wir eine Streuung von 100 auf fast 600 Euro, also 600% Unterschied. Damit zu den berechneten Änderungen. Und hier, ganz wichtig, geht es nicht nur um die erste Säule, sondern auch die Änderungen von ÖPOL und AZ sind eingerechnet. Bei ÖPOL muss ich vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen. Wir wissen natürlich nicht, wie sich solche Modellbetriebe, welche Maßnahmen sie auswählen würden. Wir haben oder ich habe in Verbindung mit der ÖPOL-Abteilung Thomas Neudorfer und Lukas Weber, haben wir uns für jeden Betrieb mögliche ÖPOL-Maßnahmen angesehen in der jetzigen Periode, in der jetzigen laufenden Periode und in der zukünftigen Periode. Also welche Maßnahmen könnten diese Betriebe ergreifen? Und so haben wir das dann durchgeführt. Die Prämien stehen ja mehr oder weniger fest. So haben wir das Ganze hochgerechnet. Und bei der AZ natürlich mit den neuen Formeln, Einreichung 14. November 2014, mit diesen abgesetzten Formeln, je nach Betriebsgröße bis 10 Hektar, bis 20 Hektar und so weiter, ist ja aufwendiger derzeit zu rechnen. Und was ganz wichtig ist, die optionalen Top-ups der Bundesländer, die möglich sind, sind hier nicht eingerechnet. Ja, weil ich noch nicht weiß, welche Bundesländer das überhaupt und in welcher Höhe ergreifen werden. Schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an für die Markfrucht- und Schweinebetriebe. Wir sehen hier eine Spreizung von minus 5.400 in etwa Gänsendorf. Man muss das dann natürlich relativieren, das ist auch ein größerer Betrieb. Bis also beim Betrieb mit Schweinehaltung
In Feldbach, wo es deutlich ins Plus geht, da muss ich dazu sagen, das ist natürlich eine Annahme jetzt, die wir getroffen haben bei den Berechnungen, dass dieser Betrieb jetzt am ÖPOL teilnimmt und vorher an keiner U-Bahn-Maßnahme teilnehmen konnte aufgrund des GVE-Besatzes. Sie wissen ja, dass im ÖPOL neu es keine GVE-Schranke, diese 2 GVE-Hektar LF nicht mehr gibt. Das wird wahrscheinlich ein Sonderfall sein oder kann sein, wird aber vielleicht nicht die Regel sein. Das muss man also hier dazu sagen. Hier vielleicht noch beim Betrieb in Neusiedl interessant, dass der relativ gut abschneidet, ein Nullsummenspiel. Das kommt daher, dass dieser Betrieb mit Weingärten läuft und die Weingärten neu förderfähig werden in der neuen Periode. Ansonsten sehen wir also eher Tendenz nach unten bei den Markfruchtbetrieben und bei den Schweinehaltungsbetrieben. Schaut es nicht so schlecht aus. Wie schaut es bei den Milchkuhbetrieben aus? Hier auch eher eine Zweiteilung. Wir sehen also bei den Betrieben, die ohne Melkalmen eher in intensiveren Regionen wirtschaften, ein Minus. Bei Rohrbach weniger, tendenziell bei Biobetrieben etwas weniger. Und bei den Betrieben mit Melkalmen tendenziell sogar positiv, weil hier natürlich durch die einheitliche Flächenprämie ab 2019 hier das eher höher liegt als in der jetzigen Periode. Und wie sieht es bei der letzten Gruppe aus? Bei den ersten beiden, das sind die Mutterkuhbetriebe ohne Ausmast, ein kleines Minus. Aber hier muss man natürlich sagen, die größere Sprengkraft liegt da. Nicht, was sich absolut ändert, sondern dass einfach die Änderung vor allem daher entsteht, dass keine gekoppelte Mutterkuhprämie gezahlt wird, alles über die Fläche geht und diese Prämie auch ohne Mutterkühe erreicht werden kann. Also hier ist schon ein Potenzial auch für zukünftige Gestaltung in der Betriebsentwicklung. Besonders krass nach unten geht es bei den spezialisierten Rindermastbetrieben. Bei allen drei hier reicht die Skala gar nicht aus, bei dem Betrieb in Tulln mit 16.000 Euro. Der Betrieb in Imst, Lämmermast, extensiv, tendenziell positiv. Und beim Milchschafbetrieb geht es auch runter, aber hier muss man sagen, der Betrieb lebt doch überwiegend aus der Produktion. Das sind einmal die absoluten Werte. Die Frage, ja, hier vielleicht noch die Zusammensetzung an einem Beispiel, an den Milchkuhbetrieben gezeigt. Wir haben also hier, diese Gruppe nehme ich jetzt heraus. Diese zum Beispiel bei den Salzburger Land, dieser Betrieb, die 2425. Wie speisen sich die zusammen? So viel kommt von der ersten Säule, ein leichtes Minus von der ersten Säule. Ein stärkeres Minus von ÖPOL und von AZ. Wir wissen bei der AZ, dass also Betriebe mit weniger BHK-Punkten, jetzt in Zukunft EP, also Erschwernispunkten, eher verlieren und Betriebe, die über 180 und mehr Erschwernispunkte haben, tendenziell gewinnen. Hängt dann auch mit der Betriebsgröße zusammen. Und insgesamt entsteht also dieser Saldo. Oder beim Betrieb in Rohrbach, auch wo er beinahe ein Nullsummenspiel ist. Betrieb in Liezen, hauptsächlich durch die erste Säule ebenso. Also bei intensiver wirtschaftenden Milchviehbetrieben ist es eher der Rückgang in der ersten Säule. Und hier noch bei den Betrieben in Westösterreich, bei den Milchviehbetrieben. Wir sehen also hier, diese Betriebe haben beide, sowohl der Betrieb in Schwarzach als auch in Landeck, haben über 200 EP, also Erschwernispunkte. Ich weiß nicht, EP werden dann weniger sein, aber jetzt Bergüberkatasterpunkte. Dieser Betrieb liegt etwas über 100. Sie sehen hier ein leichtes Minus. Also hier spiegelt sich der Algorithmus der neuen AZ eindeutig wieder. Das waren jetzt die absoluten Änderungen. Interessant sind natürlich auch die relativen Änderungen, jetzt aufs Einkommen bezogen. Damit man aufs Einkommen kommt, muss man jetzt natürlich Anpassungen vornehmen. Man muss die Fixkosten und man muss andere Einkünfte und so weiter mit berücksichtigen. Wie gesagt, das habe ich gemacht mit Vergleichsgruppen im grünen Bericht. Ist natürlich ein bisschen mit Unsicherheit behaftet, aber es gibt Größenordnungen wieder. Was sehen wir hier bei den Markfruchtbetrieben? Wir sehen also hier von minus 20% bis plus 7% diese Spreizung. Also beim Betrieb in Linzland mit einem hohen Zuckerrübenanteil intensiver Produktion ein größeres Minus. Beim Betrieb in Neusiedl, wie gesagt, mit Weingärten, dort ist es ein Nullsummenspiel. Also von minus 20 auf plus 7. Bei den Milchviehbetrieben, bei den ersten vier ein Minus, etwa um 10 bis 8 oder 6%. Wie gesagt, der Biobetrieb weicht hier etwas positiv ab. Und bei den Betrieben in Tirol ein Plus von 5 bzw. 11% auf das Einkommen gerechnet. Und bei den Rindermastbetrieben minus 8%, bei den beiden Mutterkuhbetrieben
Und hier geht es schon extrem runter beim Einkommen. Also minus 43, minus 40, minus 34%. Also, wenn man alles zusammenfasst, von minus 43% auf plus 11%. Diese Streubreite nur bei 21 Betrieben. Noch einmal der Hinweis, die Wirklichkeit wird natürlich noch stärker sein, noch mehr Abweichungen haben. Und wichtig, das ist mit 2019 gerechnet. Das heißt also, hier gibt es Übergangszeiten. Was ich jetzt noch nicht eingerechnet habe, ist die Junglandwirteprämie. Sie wissen ja, dass unter gewissen Voraussetzungen eine Junglandwirteprämie auch schon in der ersten Säule als Flächenprämie gewährt wird. In Österreich 25% von dieser Regionalprämie in Österreich kann als Junglandwirteprämie gewährt werden. Das sind 71 Euro je Hektar und zwar für maximal 40 Hektar. Und ich habe mir das für 6 Betriebe angeschaut. Für die erste Gruppe der Marktfruchtbetriebe sehen wir also, dass dadurch die Prämie, also dass der Betrieb in Misselbach schöpft, die gesamten 40 Hektar aus, weil er größer ist. Also maximal können 2840 Euro je Betrieb generiert werden für maximal 5 Jahre. Und dadurch ändern sich das, also es ist nur mehr ein leichtes Minus. Vorhin waren es noch über 3000 Euro an Minus mit der Junglandwirteprämie. Also wenn man das Glück hat, dort in dieser Phase auch als Junglandwirt tätig zu sein, vermindert sich der Rückgang deutlich. Ähnlich also hier. Bei den beiden Milchviehbetrieben in Salzburg-Land-Braunau auch noch ein Minus, aber auch deutlich reduziert. Hier hatten wir ja schon über 4000 Euro Rückgang. Und beim Mutterkuhbetrieb wäre dann sogar ein Plus zu erwarten, ein leichtes Plus. Und bei Betrieben in Tulln, naja, von den 15.000 Euro gehen 2840, bleibt noch immer ein großer Brocken. Also diese Betriebe kann auch die Junglandwirteprämie nicht retten. Zur zweiten Forschungsfrage, und zwar der Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Änderungen der öffentlichen Gelder und bestimmten Betriebsmerkmalen, die ich auch zur Verfügung habe, nach denen ich auch werten kann. Ich habe das mit Korrelationen geprüft. Und es gibt keinen statistischen Zusammenhang zwischen der Änderung der Einkünfte, zwischen der berechneten Änderung der Einkünfte und der Flächenausstattung. Also egal, ob die Betriebe groß oder klein sind, man kann nicht sagen, die Kleinen verlieren mehr oder die Großen verlieren weniger oder umgekehrt. Oder nach dem grünen Anteil oder nach dem Viehbesatz. Da gibt es keinen statistischen Zusammenhang. Es gibt aber einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit zwei Merkmalen. Einerseits mit der natürlichen Erschwernis. Sie haben hier die Korrelation aufgelistet, ein schwacher Zusammenhang. Und ein etwas stärkerer Zusammenhang mit der Anzahl der RGVN, also mit den Raufutterverzehrenden Großfeinheiten. Man kann es auch einfach sagen, mit der Anzahl der Rinder. Wie sieht das bei diesen beiden Merkmalen aus? Hier sehen Sie aufgetragen die einzelnen Betriebe nach einem Koordinatensystem. Auf der vertikalen haben Sie die Änderungen der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, also von minus 40 plus 20, hier ist die Nulllinie. Und auf der horizontalen die Anzahl der BHK-Punkte von 0 bis 250 aufgetragen. Und hier, das sind die einzelnen Betriebe. Sie sehen natürlich einige Betriebe, die keine BHK-Punkte haben. Das sind die Ackerbaubetriebe in den Gunststandorten. Wenn wir hier eine Linie hineinsetzen würden, dann würde man wahrscheinlich eine leichte, und das ist eben der positive Zusammenhang, eine leichte Steigung sehen, dass also Betriebe, die eine höhere Erschwernis haben, weniger Einkommen verlieren oder eher Einkommen gewinnen durch die Reform. Das kann man also hier ablesen. Wie schaut es beim Zusammenhang mit den RGVE aus, also mit den Raufutterverzehrenden Großeinheiten? Könnte man auch hier wieder eine Trendlinie hineinlegen, die schon deutlicher ist. Hier sind die drei Betriebe mit Rindermast, die also sehr viele RGVE haben und auch viel an Einkommen verlieren nach den Berechnungen. Und hier zeigt sich auch ein relativ guter Zusammenhang. Also je mehr tendenziell von der Tendenz, je mehr Rinder oder RGVE gehalten werden, desto höher sind die Verluste. Bei diesen 21 Betrieben, muss ich auch dazu sagen. Damit zur letzten Frage, und zwar, welche betrieblichen Optionen stehen offen, um Rückgänge bei den öffentlichen Geldern abzufedern? Da kann ich nur kurz draufbleiben. Über strategische Optionen wird Franz Hunger im Anschluss reden. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ich habe das nur anhand einer Berechnung oder einer Möglichkeit versucht darzustellen, und zwar an den Milchkuhbetrieben.
Und zwar die Frage, wie viel eigentlich schon alleine durch den genetischen Fortschritt, durch das bessere Herdenmanagement, durch die bessere Fütterung wettgemacht werden kann. Ich habe mir die ZAR-Leistungsberichte angeschaut über die Zeit und habe gesehen, also im Schnitt der Jahre, also lange Zeitreihe, sind es ungefähr 1,4% Milch, die mehr in der Milchleistungskontrolle ermolken wird pro Jahr. Ich habe ein bisschen, also 1,4 noch etwas, ich habe es also auf 1,5 aufgerundet. Das ist also ungefähr der genetische Fortschritt in Österreich bei der Milchleistung je Kuh und Jahr. Und dann bin ich noch der Frage nachgegangen, diese Leistungssteigerung plus einer besseren Grundfutterleistung. Und die Berechnungen stammen wieder vom Internetdeckungsbeitrag. Da kann man, wenn Sie das schon einmal gemacht haben, bei der Fütterungstabelle kann man da reingehen und kann man die Grundfutterqualität einstellen auf von weniger gut bis also sehr gut. Da steckt ein Megajoule-Nel je Kilogramm Trockenwasser dahinter. Und dann reduziert sich dadurch natürlich der Kraftfuttereinsatz. Und dadurch gibt es natürlich Einsparungen und einen höheren Deckungsbeitrag. Machen wir es vielleicht konkret mit Zahlen, dann wird es vielleicht klarer. Erster Betrieb, wieder der Betrieb im Flachgau in Salzburg-Lahn. Ursprünglich hätte dieser Betrieb, haben wir vorhin gesehen, die 2400 Euro rund an Rückgang der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ceteris paribus, also sonst bleibt alles gleich. Und mit dieser Leistungssteigerung von 1,5%, die den genetischen Fortschritt widerspiegelt, verringert sich der Rückgang auf 409. Beziehungsweise, wenn gleichzeitig das Grundfutter um eine Stufe verbessert wird, ist es sogar ein Plus. Oder beim Betrieb in Rohrbach ist es noch einmal besser, weil hier der Rückgang von Haus aus relativ niedrig ist. Hier schon bei der normalen Leistungssteigerung das kompensiert wird. Ähnlich bei den Betrieben in Braunau und in Lietzen, also ab einer Grundfuttersteigerung, kann also hier dieser Rückgang wettgemacht werden. Jetzt muss ich aber gleich einschränkend dazu sagen, und Sie werden sich das wahrscheinlich auch im Hinterkopf schon gedacht haben, naja, das haben Sie ja sowieso gemacht, weil natürlich die Inflation wirkt und mit dem Deckungsbeitrag auch die gestiegenen aufwandsgleichen Fixkosten abzudecken sind, wo Inflation drinnen ist, jetzt wenig, aber es wird wahrscheinlich wieder mehr, und wo auch letztendlich auch Lebenshaltungskosten steigen, die auch durch das Einkommen irgendeiner Art und Weise abgefedert werden müssen. Das heißt also, das ist eine sehr, sehr kurzfristige Betrachtung und längerfristig, man sieht es hier, rein die normale Leistungssteigerung reicht im Großen und Ganzen eigentlich nicht aus, um hier längerfristig wieder den Zustand wie vor der Reform herzustellen. Es braucht also hier entweder mehr in der operationalen Tätigkeit oder überhaupt dann, wo wir später noch diskutieren werden, in der Strategieausrichtung der Betriebe. Gut, damit bin ich am Schluss und möchte die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassen. Ein bisschen plakativ, aber der Versuch ist es auch zu gruppieren und hier klare Aussagen zu treffen. Tendenziell Gewinner sind exzessive Betriebe, generell sind exzessive Milchviehbetriebe, auch exzessive Rindermastbetriebe, die ich hier überhaupt nicht untersucht habe. Denken Sie an exzessive Ochsenmastbetriebe. Vielleicht ist es kein gutes Beispiel, weil die haben auch Prämien, aber exzessive Kalbenmastbetriebe oder Kalbenaufzuchtbetriebe. Und auch Lämmermastbetriebe. Da muss man aber auch dazu sagen, das sind zwar Gewinner jetzt, aber die gehen von einem relativ niedrigen Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft aus. Neutrale, da kommt es darauf an, das können Gewinner sein, das können Verlierer sein. Schweinehaltungsbetriebe, weil die haben die Prämie hauptsächlich von der Flächenprämie und die ändert sich ja nicht so stark, wenn man das im Verhältnis zur ehemaligen Kulturpflanzenflächenzahlung sieht. Markfruchtbetriebe mit ausschließlich Metroschkulturen und oder Dauerkulturen. Die sind eher, das ist eher ein Nullsummenspiel. Tendenziell Verlierer sind Marktfruchtbetriebe mit einem höheren Anteil an Zuckerrübenflächen und eventuell auch Stärkekartoffeln, weil ja hier auch Elemente der Direktzahlungen drinnen waren. Milchkuhbetriebe ohne Almen, die eine höhere, über eine intensivere Produktion mehr Milchquote auf der Fläche haben. Und Mutterkuhbetriebe mit ungefähr mehr als einer GVE je Hektar. Und eindeutig Verlierer, darüber braucht man, glaube ich, wenig diskutieren, spezialisierte Rindermastbetriebe mit derzeit sehr hohen Zahlungsansprüchen,
Milchviehbetriebe in Gunstlagen und vor allem auch Markfruchtbetriebe mit einem größeren Zuckerrübenanteil. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.